Jo, Freunde der Videospiele, nicht mehr lange und dann ist es endlich soweit. Ich stehe kurz davor, Bartwuchs zu bekommen. Da bin ich mir ganz sicher. Ich bin bereit! Ich bin bereit! Ich bin bereit! Ach ja, außerdem erscheint bald das Spiel Hogwarts Legacy. Naja, so gewöhnlich, so normal, Spiele erscheinen halt irgendwann. Wie meine neue heiße Freundin! Oder auch nicht. Auf jeden Fall gibt es momentan eine heftige Diskussion auf Twitter darüber, ob man dieses Spiel boykottieren muss oder nicht. Denn Harry Potter wurde ja von J.K. Rowling erfunden und die hat auch immer noch die Markenrechte daran und verdient an dem Spiel mit. Die ist leider in den letzten Jahren immer mal wieder mit transfeindlichen Tweets aufgefallen. So hat sie beispielsweise mal Folgendes gepostet. Menschen, die menstruieren? Ich bin mir sicher, wir haben schon ein Wort für diese Menschen. Womit sie natürlich sagt, dass man diese Menschen einfach Frauen nennen soll. Und ich sehe das Ganze genauso. Also dieses Überwoke ist einfach so nervig. Ja, auch Transfrauen sehe ich als Frauen, aber trotzdem ist es halt nun mal so, dass biologische Frauen nun mal einfach menstruieren. Das ist halt der biologische Standard. Ich meine, das ist dieses typische, oh mein Gott, wir wollen nicht 0,01% der Frauen diskriminieren, deswegen nennen wir sie jetzt nicht mehr Frauen. Dazu hat sie aber auch noch andere Sachen getwittert, wie jetzt beispielsweise, wenn das biologische Geschlecht nicht real ist, löscht das die Realität von Frauen weltweit aus. Ja, das ist schon ziemlich dämlich auf jeden Fall. Sie ist in der Vergangenheit auch schon des Öfteren auch viel stärker negativ in diesem Bereich aufgefallen, allerdings soll es darum in diesem Video auch eigentlich gar nicht gehen. Worum es mir in diesem Video geht, ist auf der einen Seite, wie dämlich doppelmoralisch jetzt Leute dieses Spiel boykottieren wollen, aber was halt noch viel schlimmer ist, dass jetzt sogar Leute wie Gronkh wirklich Real Talk als transfeindlich hingestellt werden. Genau damit fangen wir auch direkt mal an. Es gibt nämlich einen Ausschnitt aus einem Stream, der gerade auf Twitter so ein bisschen rumgegangen ist und da sagt Gronkh Folgendes. Es ist mir einfach egal. Es ist mir einfach egal. Darf es mir egal sein? Bin ich dann ein schlechter Mensch, wenn mir J.K. Rowling egal ist? Muss sie eine Rolle in meinem Leben spielen? Das Lustige ist, dass vorher jemand gesagt hat, dass er ihm eine E-Mail geschrieben hat mit positiven Dingen an J.K. Rowling. Das wurde aber natürlich einfach weggeschnitten. Dass jetzt so ein Ausschnitt tatsächlich aus dem Zusammenhang gerissen wird und dafür genutzt wird, Gronkh irgendwie Transfeindlichkeit vorzuwerfen, finde ich halt wirklich schon mega krass. Eine Person hat beispielsweise kritisiert, dass einem die Person ja egal sein kann, aber nicht diese Thematik und die Betroffenen, die darunter halt leiden. Wo ich mir so die Frage stelle, Bro, wie viel kannst du da hineininterpretieren? Alles, was er gesagt hat, ist, dass J.K. Rowling ihm egal ist. Er hat nie ein Wort über Transperson oder sonst irgendwas verloren. Wie normale Leute Gronkh sehen, wie die Twitter-Linken Gronkh sehen. Gronkh tut mir hier halt einfach wirklich unnormal leid, dass er von irgendwelchen Idioten da wirklich so dargestellt wird. Ich meine, der macht halt gefühlt seit 500 Jahren YouTube, hat nicht einen einzigen Skandal gehabt, hat mit Friendly Fire einen Spendenstream veröffentlicht, wo er schon mehr als 1 Million Euro gesammelt hat und ist ansonsten noch einer der weltoffensten Menschen, die ich kenne. Der Typ, der den Clip als erstes hochgeladen hat, hat übrigens dazu geschrieben gehabt, hey liebe Transperson, ob eine Person sich aktiv dafür einsetzt, euer Leben so schwer wie möglich zu machen, ist mir egal. Ich will dieses Spiel spielen. Also erstmal ist es wie gesagt aus dem Kontext gerissen. Zweitens muss sich Gronkh dafür auch nicht interessieren. Und ob J.K. Rowling jetzt wirklich alles dafür tut, dass es Transpersonen so schlecht wie möglich geht, lass dich jetzt einfach mal unkommentiert. Ich glaube, da gibt es doch deutlich schlimmere Leute. Aber auch, dass J.K. Rowling mit dem Spiel eigentlich gar nichts zu tun hat, das gucken wir uns später an. Der Typ hat übrigens seinen Account dann auch privat gestellt, nachdem er dafür kritisiert worden ist. Also super, wie er mit Kritik umgeht, nachdem er anderen Leuten einfach Transfeindlichkeit vorwirft. Er hat sich auch in die Opferrolle gestellt mit einigen Tweets, die zeige ich euch natürlich auch. Gronkh-Fanboy wegblocken, auch mein neues Hobby. Gronkh-Fanboys in den Drukus, fast schlimmer als die bürgerliche Mitte. Oder auch Gronkh-Fans auch anderes Level von Hurt, wenn man ihren Papa kritisiert. Ja, vielleicht, weil du einfach Lügen über ihn verbreitest. Eine Sache muss ich nochmal im Nachhinein aufnehmen und zwar sind nochmal 2 Tweets erschienen, wo ich einfach drauf eingehen möchte. Eine Zuschauerin von Gronkh hat beispielsweise das hier getwittert. Ich bin auch enttäuscht über seine Entscheidung, das Spiel zu streamen und weiß noch nicht genau, wie ich das verarbeiten soll. Bro, sie weiß nicht, wie sie das verarbeiten soll, dass Gronkh ein Spiel spielt. Ein ganz normales Spiel. Bro, er ist nicht bei Squid Game oder so. Er spielt einfach nur das neue Hogwarts Legacy. Was für Verarbeiten, Alter, was ist mit dir? Aber auch andere Boykottversuche gegen das Spiel finde ich ja wirklich einfach doppelmoralisch und auch lächerlich. Beispielsweise hat auch Kalle auf Twitter gepostet, streamt kein Harry Potter Legacy, ist nicht cool. Allerdings wurde er dann in den Kommentaren wirklich einfach komplett geschlachtet. Aber spielst du nicht gottlos viel WoW und streamst das auch? Wo ist denn der Unterschied zwischen J.K. Rowling supporten und einer Firma, in der unter anderem eine Frau durch sexuelle Belästigung in den Selbstmord getrieben wurde? Gegen Blizzard gab es nämlich letztes Jahr einen riesen
Rassismus-Skandal, wo ja, wie gesagt, dann auch eine Frau sich dann leider umgebracht hat. Das Thema hier aber komplett aufzurollen, würde das Video sprengen. Ich verlinke euch einfach mal ein, zwei Sachen in der Beschreibung dazu. Er hat das Ganze aber natürlich sowieso super gekontert. In Bezug auf die Blizzard-Thematik immer klare Stellung bezogen habe, in einem Videoprojekt haben wir knapp 60.000 Euro Spenden gesammelt, um die Arbeit gegen sexuelle Belästigung zu unterstützen. Zusätzlich, ich spiele seit Monaten kein WoW mehr. Ja Bro, du weißt, dass es so Twitch-Statistik-Seiten gibt und man einfach nachgucken kann, wann du das letzte Mal WoW gespielt hast, und das war halt am 6. und 7. Dezember für jeweils 3,5 Stunden. Also jetzt so zu tun, als wenn du seit Monaten das Spiel nicht mehr gespielt hast, ist halt einfach falsch. Zu der Zeit war der Skandal und die Ausmaße auch schon lange bekannt. Trotzdem hast du Blizzard weiterhin mit monatlichen Zahlungen bei World of Warcraft unterstützt. Außerdem hast du ja auch deine Reichweite dafür genutzt, das Spiel quasi mehr oder weniger zu promoten, was man ja automatisch macht. Da juckt dich das Thema Belästigung und so weiter irgendwie gar nicht, obwohl da ja sogar jemand einfach gestorben ist. Vor allem auch dieses Argument, ja, aber wir haben ja auch Geld gesammelt. Ja, okay, also kann ich jetzt die AfD wählen, aber wenn ich gleichzeitig ein bisschen Geld gegen Rassismus sammle und das spende, dann ist alles in Ordnung, oder was? Also das macht doch überhaupt keinen Sinn zu sagen, ich darf Blizzard unterstützen und die Belästigung, weil ich habe ja auch mal Geld dagegen gesammelt. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, ob er sich das neue Diablo holt, denn laut seinen Moralvorstellungen müsste er das ja eigentlich genauso boykottieren. Mit an der Front ist auch wieder Shurioka. Die ist auch extrem links, zumindest wirkt sie halt so, und die hat quasi das gleiche gepostet im Sinne von, hey, J.K. Rowling ist transfeindlich, boykottiert das Spiel, zeigt es niemandem, bla bla bla. Aber profitiert J.K. Rowling überhaupt wirklich so krass davon? Ja, natürlich profitiert J.K. Rowling irgendwie davon. Sie selber hat mit dem Spiel zwar an sich überhaupt nichts zu tun, allerdings hat sie natürlich die Markenrechte an Harry Potter und wird auch ihre Anteile am Gewinn bekommen. Das Spiel jetzt aber zu boykottieren, weil das Franchise von ihr erfunden wurde und sie halt ihre Anteile davon abkriegt, finde ich extrem bescheuert. Als erstes würde das halt bedeuten, dass man in Zukunft nie wieder irgendwas aus dem Harry Potter Franchise angucken, kaufen oder supporten dürfte. Keine Spiele, keine Filme, gar nichts. Denn auch wenn ihr jetzt zum Beispiel auf Netflix, falls es die da gerade gibt, oder Amazon, whatever, euch Harry Potter anguckt, dann kriegt J.K. Rowling auch Geld dafür. Beziehungsweise merkt ja Netflix, okay, das gucken viele Leute, die Rechte werden vielleicht teurer oder die kaufen die nochmal ein, und auch da würdet ihr J.K. Rowling unterstützen. Also ab jetzt nie wieder Harry Potter Sachen. Die Frage ist sowieso, warum sollte man ein komplettes Franchise fallen lassen, nur weil die Erfinderin davon eventuell transfeindlich ist? An dem Franchise sind doch auch abgesehen von ihr einfach tausende Leute beschäftigt. Irgendwelche Leute, die die Sachen verkaufen, die die Sachen herstellen, Produzenten, Schauspieler, Regisseure und etliche andere Jobs, die da irgendwie mit drin hängen. J.K. Rowling ist bei weitem nicht die einzige, die davon profitiert, und vor allem durch ihr Vermögen auch diejenige, die so ein Boykott am wenigsten treffen würde. Wenn man das Spiel beispielsweise boykottiert, dann trifft man damit nicht J.K. Rowling, das ist der doch egal, ob die da ein bisschen Geld mitmacht oder nicht. Was ihr aber macht, ist dem Unternehmen bzw. deren Mitarbeitern zu schaden. Avalanche, oder wie auch immer die ausgesprochen werden, die das Spiel entwickeln, haben laut LinkedIn 131 Mitarbeiter. Und das sind die ersten, die ihren Job verlieren, wenn das Spiel extrem floppt. Oh mein Gott, ich habe meinen Job verloren, was mache ich denn jetzt? Ich kann meine Familie nicht mehr ernähren und wir werden das Haus verlieren. Wo sollen wir denn schlafen? Ach Bro, ganz ehrlich, so schlimm ist es doch gar nicht. Immerhin haben wir nicht J.K. Rowling unterstützt. Das wird sie richtig hart getroffen haben. Bei einem geschätzten Vermögen von gerade mal 770 Millionen Euro, die weiß gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Das ist nämlich der nächste Punkt. Abgesehen davon, dass ich mir vorstellen kann, dass ihr Anteil daran gar nicht so groß ist, juckt sie das halt sowieso nicht, ob sie da eine Million oder 5 oder 10 Millionen macht. Ich meine, sie hat ein geschätztes Vermögen von 770 Millionen Euro. Und selbst wenn es nur die Hälfte wäre oder nur 200 Millionen, würde sie es trotzdem nicht interessieren. Im Endeffekt schadet ihr damit aber hunderten Familien, die in diesem Unternehmen arbeiten, die keine Millionen auf dem Konto haben. Ich finde, bis zu einem gewissen Grad sollte man Kunst und Künstler einfach trennen. Wenn J.K. Rowling jetzt das Gesicht des Spiels wäre und sie hätte alles alleine programmiert und so weiter, ja, dann kann ich es komplett verstehen, dass man sagt, okay, damit kann ich mich nicht identifizieren. Was hat J.K. Rowling zum Spiel beigetragen? Gar nichts, außer dass sie halt das Harry Potter-Ding erfunden hat. Und ja, ich weiß, es gibt auch noch andere Vorwürfe gegen diese Firma, beispielsweise auch, dass sie angeblich irgendwie antisemitische Dinge in dem Spiel drin haben. Wirkt für mich aber alles eher weit hergeholt, um ehrlich zu sein. Gerade bei Shurioka verstehe ich sowieso die Doppelmoral nicht, denn sie möchte jetzt also, dass man Hogwarts Legacy boykottiert, weil die Erfinderin transfeindlich ist. Dann stelle ich dir einfach mal eine Frage. Warum hast denn du einen TikTok-Account, den du aktiv bewirbst und wo du weiterhin Clips hochlädst? Du weißt schon, TikTok,
was aus China kommt, wo die chinesische Regierung zu 100% mit drin sitzt. Du weißt schon, China, die gerade einen Völkermord an den Uiguren betreiben und die dazu übrigens auch nicht wirklich gute Rechte für LGBTQ-Menschen haben. Wenn dir LGBTQ-Rechte so wichtig sind, warum boykottierst du dann nicht TikTok, was aus einem Land kommt, wo die Regierung safe ihre Hände mit drin hat, die auch nichts für LGBTQ tun, die immer noch bei weitem nicht gleichberechtigt sind und denen es deutlich schlechter geht als in Deutschland? Ich kann dir sagen, warum. Weil du bei TikTok profitierst und weil man das nicht einfach mal so boykottieren kann, weil das natürlich auch irgendwo so deine Reichweite ist, die du aufbauen kannst. Dazu ist natürlich auch die Frage, wie legitim ist denn das dann eigentlich auf Twitch zu streamen, wenn schon diese Transfeindlichkeit von der Erfinderin dafür sorgt, dass du ein ganzes Spiel boykottieren möchtest. Twitch wurde nämlich von Amazon aufgekauft und da gibt es so viele Skandale, über die man reden kann, gerade was die Arbeitsbedingungen angeht. LKW-Fahrer werden zum Beispiel aus Litauen beschäftigt, damit man halt keinen vernünftigen Lohn zahlen muss. Sie kriegen einfach weniger Geld, wenn sie zu spät ankommen oder wenn sie mehr Sprit verbrauchen, als man vorher berechnet hat. Dazu sind die Arbeitsbedingungen auch generell einfach nicht gut. Leute arbeiten sich da tot für einen Hungerlohn. Amazon geht gegen Gewerkschaften vor und so weiter. Also ich verlinke euch da einfach mal ein, zwei Sachen in der Beschreibung. Also da könnte man mal sagen, boykottiert Amazon bitte. Ich will damit auch gar nicht sagen, dass Shoyoka jetzt zum Beispiel dieses Spiel nicht boykottieren darf, wenn sie zum Beispiel jetzt TikTok oder Twitch nutzt. Das ist gar nicht die Intention, die ich hier habe. Aber ich finde es super peinlich, dass man sich bei sowas als moralische Instanz aufbaut und sagt, bitte spiel dieses Spiel nicht, weil J.K. Rowling ist ganz böse. Aber selber sein Geld verdient mit Unternehmen, die man ebenfalls mehr als kritisch sehen sollte. Bei dem Spiel hat man dann plötzlich einen super woken moralischen Kompass. Oh, das dürft ihr auf gar keinen Fall machen. Aber TikTok, Bruder, die unterstütze ich, Mann. Ich meine, in China gibt es zwar auch keine richtigen LGBTQ-Rechte, aber da habe ich ja Vorteile dran. Das ist halt einfach lächerlich. Spiel, was du möchtest. Und du kannst auch J.K. Rowling kritisieren und du musst das Spiel auch nicht spielen und darfst natürlich trotzdem auf TikTok und Twitch und so weiter unterwegs sein. Das ist, wie gesagt, gar nicht mein Punkt. Aber hör auf, anderen vorzuschreiben, was sie spielen dürfen oder was nicht. Denn wenn wir wirklich anfangen, von Boykottieren von Dingen zu sprechen, dann sind wahrscheinlich die meisten Dinge, die du so machst, egal ob beruflich oder in deiner Freizeit, wahrscheinlich auch Dinge, die man lieber boykottieren sollte. Deswegen mit sowas bitte zurückhalten. Was sagt ihr dazu? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, Kay, thanks, bye.